Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Wiblishauser. Das Thema heute ist Empathie. Empathie ist etwas ganz Wichtiges. Empathie heißt, sich in den anderen hineinfühlen. Und wenn man in einer Partnerschaft ist und man hat diese Fähigkeit, sich in den anderen hineinzufühlen, nicht gelernt, dann kann das zu einer, ja, erheblichen Belastung in der Beziehung führen. Und deswegen habe ich heute ein paar Tipps zusammengestellt, wie du deinem Partner zeigen kannst, dass du dich ja für ihn interessierst. Das ist also die Vorstufe der Empathie. Das sich interessieren für den anderen, das ist etwas, was ich quasi mit dem Kopf machen kann. Das ist eine intellektuelle Situation. Also ich brauche da nur nachzudenken, um aber dem anderen ein gutes Gefühl zu geben, um ihm zu zeigen, hey, ich interessiere mich für dich. Das ist die Vorstufe der Empathie. Die nächste Stufe der Empathie ist, sich wirklich hineinfühlen zu können in den anderen. Zu wissen, wenn ich jetzt das und das sage, dann wird der andere das so und so empfinden und ich spüre das auch. Das ist dieses Zweite, das ist sehr schwierig, das zu lernen. Ich glaube, was man lernen kann, ist, sich Gedanken zu machen, wie etwas, was ich tue, auf den anderen wirken wird, dass ich weiß, wenn ich das und das mache, das wird gut ankommen, wenn ich das und das mache, das wird nicht so gut ankommen, das kann ich über den Kopf machen. Und das andere ist auch zu spüren, das hat ihn jetzt getroffen oder das hat ihn jetzt gefreut. Das ist die wahre Empathie. Das ist sehr schwer. Und wenn jetzt du lernen möchtest, wenn du Empathie lernen möchtest, weil du immer wieder hörst, ich bin da nicht gut, weil du immer hörst, Mensch, du verstehst mich nicht, dann empfehle ich erstmal mit den Basics anzufangen und diese Basics kann man über den Kopf steuern. Also, wie geht das, wenn ich Empathie lernen will? Was kannst du da tun? Also, Punkt 1 ist, es geht darum, einmal Interesse zu haben für den anderen und zum Zweiten dieses Interesse zu zeigen. Ich betone, es geht jetzt um Interesse und noch nicht um Einfühlen, aber das Interesse zu zeigen, das ist das, was jeder lernen kann. Und dieses Interesse zeigen kann sich als erstes beziehen auf Termine. Termine, die dem anderen wichtig sind. Das kann ich alleine mit meinen Gedanken machen. Der Geburtstag ist für jede Person wichtig. Also für 99,9999% der Menschen ist der Geburtstag wichtig. Das heißt, wenn ich mir den Geburtstag einer anderen Person merke und dann sage, hey, du hast doch heute Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag, das ist etwas, was jeder machen kann. Sich wichtige Termine merken. Und jetzt muss ich natürlich mir überlegen, was sind denn wichtige Termine für Leute? Und das kann ich eigentlich auch geradezu googeln, ja, Geburtstag oder Hochzeitstag oder Geburtstag der Kinder. Das sind für Leute wichtige Termine. Und alleine, wenn ich mir diese Termine merke und sie beim anderen anspreche und zeige und er sieht, hey, der hat sich diesen Termin von mir gemerkt und er gratuliert mir zu dem Termin oder er fragt nach, oder er spricht mich einfach auf diesen Termin an. Also wenn du jetzt sagst, da, deine Tochter hat doch heute Geburtstag, richte ihr einen schönen Gruß aus. Oder was macht ihr denn heute? Deine Tochter hat doch heute Geburtstag. Dann hast du Interesse gezeigt. Also heute geht das Sie und das Du ein bisschen durcheinander bei mir. Ich wollte heute in der Du-Form sprechen. Also, ich kann Termine ansprechen. Das Zweite ist, ich kann Änderungen ansprechen. Änderungen, die mir beim anderen auffallen. Hier muss ich mich nicht hineinfühlen, was da ist, aber ich muss einfach nur registrieren, da ist etwas anderes. Also vielleicht guckt er anders. Vielleicht hat sich der andere seltener gemeldet. Es hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Und mir fällt es auf und ich spreche es an. Hey, warum hast du dich lange nicht mehr gemeldet? Was ist irgendwas bei dir? Ich frage nur nach. Aber ich habe gezeigt, mir ist etwas aufgefallen. Allein das ist eine Form des zu zeigen, dass man interessiert ist am anderen und das wird den anderen freuen.
Also obwohl er nichts gesagt hat, ist es mir aufgefallen und ich habe es angesprochen. Also wenn mir was auffällt, wenn es Veränderungen gibt beim anderen, sie ansprechen. Das ist Punkt 2. Das dritte ist, ich kann auch regelmäßig nachfragen, wie es dem anderen zum Beispiel geht, ohne einen bestimmten Anlass. Und je näher jemand einem ist, desto häufiger wird man fragen und je weiter einem jemand ist, desto seltener wird man fragen. Also einer Person, die einem nicht so nahe steht, da reicht es vielleicht alle halbe Jahre mal anzurufen und zu sagen, hey, wir haben uns doch schon lange nicht mehr gesprochen, wie geht's dir denn eigentlich so? Ich wollte mich mal melden. Bei der Ehefrau, wenn sie da nur ein halbes Jahr, alle halbe Jahre mal fragen, wie geht's dir so, das ist ein bisschen zu selten. Da sollten sie vielleicht jeden Tag kurz fragen, hey, wie war dein Tag? Und das muss jetzt nicht heißen, dass man dann immer eine halbe Stunde lang alles klein klein erzählt, wie es war. Aber man zeigt, hey, ich möchte wissen, wie war dein Tag, war es gut für dich? Und wenn der andere sagt, ja, hat alles gepasst, oder er erzählt eine kleine Story, einen kleinen Schwank, das kann in einer Minute passieren, das reicht allein schon, um dem anderen zu vermitteln, hey, ich interessiere mich, wie es dir geht. Also, das war die dritte Variante. Vierte Variante, was ich auch machen kann, ich kann regelmäßig etwas teilen mit dem anderen. Also so wie man das in Facebook macht, man teilt etwas. Also wenn ich jetzt weiß, dass sich jemand für Katzen interessiert und ich schicke ihm einmal im Monat ein Katzenfoto, das mir unterkommt. Du interessierst dich doch für Katzen, du schau mal, ich habe da hier wieder ein ganz lustiges Katzenvideo gesehen, das interessiert dich bestimmt. Auch hier zeige ich, dass ich mich für den anderen interessiere. Ja, das heißt, ich erzähle nicht, was ich jetzt wieder gemacht habe, sondern ich habe etwas gefunden, das den anderen, wo ich denke, dass das den anderen interessieren wird. Und ich schenke es ihm, ich weise ihn darauf hin. Da ist doch wieder eine Veranstaltung. Gehst du dahin? Du interessierst dich doch für, da ist wieder so ein Katzenfreunde-Treffen. Ja? Also hier kann ich einfach etwas teilen, was den anderen vermutlich interessieren wird. Das ist der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt ist, da wird es schon ein bisschen komplizierter. Also wenn ich weiß, wenn ich schon einmal die Rückmeldung bekommen habe von einer anderen Person, wenn du etwas Bestimmtes machst, das mag ich nicht. Das verletzt mich. Ja? Und jetzt kann ich mir das merken. Ah, dieses Thema ansprechen, da muss ich vorsichtig sein. Oder wenn ich zu aggressiv bin, das mag der andere nicht. Oder wenn ich das und das mache, das hat ihn verletzt. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht wieder verletze. Also wenn das die Botschaft ist, die der andere mir gegeben hat, du, wenn du das so und so machst, das verletzt mich. Dann wird jemand, der Empathie hat, wird sich sagen, ich will den anderen nicht verletzen. Ich werde künftig aufpassen, dass das nicht mehr passiert. Und wenn ich mir das aber nicht merke, und wenn ich immer wieder in dieses Fettnäpfchen trete, das ist ein Zeichen, dass mich der andere nicht interessiert. Und wenn ich aber zeigen will, dass er mich interessiert, dann muss ich es schaffen, mir das zu merken. Und viele machen da den Fehler, dass sie sich das vielleicht kurz vornehmen, ja, okay, werde ich ändern, und dann machen sie es aber nicht, weil sie nicht gelernt haben, sich etwas zu merken. Und hier ist das allererste, dass man sich was aufschreibt. Ah, ich muss dran denken, das und das mag der andere nicht. Da muss ich vorsichtig sein. Das hat ihn verletzt und er hat es mir gesagt und ich will in Zukunft darauf achten, dass ich das nicht mehr mache, dass ich diesen Fehler nicht mehr mache. Und der Fehler bezieht sich darauf, ob der andere das als Fehler wahrnimmt.
und nicht, ob ich das als Fehler wahrnehme. Jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, wenn du denkst, der andere kann nicht kochen. Und du ihm immer wieder sagst, ja, du kannst halt einfach nicht kochen. Und der andere dadurch verletzt ist durch diese Bemerkung. Also selbst wenn du denkst, ja, der kann halt nicht kochen, dann wirst du es, wenn du die andere Person magst, dem anderen nicht dauernd unter die Nase reiben, dass du das denkst. Du wirst das Thema entweder auslassen, weil du sagst, Mensch, so wichtig ist es doch nicht. Und jeder hat andere Vorstellungen, wie was gutes Essen ist. Und der andere hat eben die Vorstellungen und ich habe halt die Vorstellungen. Also wenn ich das relativiere, wenn ich damit umgehen kann, dass andere Menschen etwas anders sehen und ich eben nicht auf meiner Meinung beharre, allein dadurch zeige ich, dass ich Rücksicht nehmen möchte auf die Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten von anderen Personen. Ja, das war also ein kurzer Überblick über 5 Dinge, die du machen kannst, wenn du lernen möchtest, empathisch zu sein. Also nicht nur zu sein, sondern auch zu zeigen, dass du empathisch bist. Und das kannst du beginnen, einfach indem du Interesse zeigst am anderen, an dem, was den anderen interessiert und du dich entsprechend verhältst und dass du die Rückmeldungen, die du von dem anderen bekommst, was er mag und was er nicht mag, dass du das beherzigst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.